Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Ja, wer hat an Ihnen gezweifelt? Warum sollte jemand Ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, Sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Verbesserungen sind immer wichtig. Ich will mehr hören, auf bald. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Okay. Flugprüfung abgeschlossen. Wir sind Level 18, wann ist denn das passiert? Wie ist denn das jetzt? Ich kann jetzt hier noch nichts kaufen, oder? Nö. Schade. Ah, wir haben noch ein paar Klamotten. Da könnten wir gleich mal noch was anziehen. Duellierhandschuhe mit Stacheldesign, die können noch weg. So. Sekündchen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Also, die sind genauso gut. Momo, hey. Wie wär's 15 oder 16 Uhr mit Battlefield? Wenn dann 16 Uhr. Wenn dann 16 Uhr. Jetzt erstmal kurz ein bisschen Hogwarts. 16 Uhr kann ich mich vielleicht überreden lassen. Ah, wäre ich wohl dann dabei. Ah, die Maske ist nochmal ein bisschen besser. Brudi. Bin gekommen, euch eine Geschichte zu erzählen. So, was haben wir hier noch? Der ist noch ein bisschen besser. 32. Ja, ich bin's, Alter, hier. Jo, mach das. Ganz entspannt. Kannst du da nochmal reinschreiben? So. Das ist halt wieder so eine Sache hier. Außergewöhnlich und hervorragend. Wieso ist dann hervorragend besser als außergewöhnlich plötzlich? Das ist so ein bisschen weird. Aber gut. Macht's nix. Dann verzaubern wir den Lachs mal wieder. Was ist das denn? Achso, der Badeanzug. Absolut weird. Dunkle Künste. Das Ding ist so wie so schon, ja. Passt alles. Hier. Den haben wir auch noch. Ja, die Maske machen wir weg. Die Handschuhe sind noch. Halt! Sind nicht. Wait. Jetzt aber. Und der Hut. Also, man kann sich hier schon lustige Outfits zusammenstellen. Aber ich bleibe mal bei meinem. Wir können einfach mal wieder den Hut weglassen. Oder einfach mal wieder ohne. Warum nicht? Wir doch einfach mit der Fliese rumlaufen hier. Talente. Wir haben wieder einen Talentpunkt. Ich würde jetzt trotzdem erstmal mal gucken, was das Sinnvollste ist, was man freischalten kann. Aber natürlich mit dem Hintergedanken, im Notfall können wir uns die fehlenden Punkte später mal noch holen, wenn wir Max-Level erreicht haben sollten. Als Belohnung dann, keine Ahnung, ein Flucheffekt haftet länger. Ja. Es ist halt ultra doof. Ich hasse es eigentlich so. Ich mag eigentlich in den Spielen, wenn ich alles freischalten kann und am Ende sagen kann, okay, ich hab's geschafft. Habe ich vorhin auch mit Zeitix drüber geschrieben. Der teilt auch meine Meinung. Was stand da? Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Basiszaubertreffer gegen... Ja.
Ja, das sind halt so kleine Boni, die... Die Frage, ob man das braucht. Auch, dass man beim Unsichtbarsein sprinten kann. Eigentlich mega geil, würde ich sofort freischalten. Aber wenn man dann halt überlegen muss, so was mache ich jetzt eigentlich, dann... Also, dass der Trank einen unverwundbar macht und Projektile zurückreflektiert, das ist halt schon strong. Das machen wir. So. Es würde tatsächlich auch für den PC, weil ich vorhin ja gesagt habe, Mod-Support, weiß ich nicht, bin ja auch blöd. Da gibt es eine Mod tatsächlich. Mit der kann man sich ein Rezept für Zaubertränke einfügen. Mit einem Zaubertrank gibt es, glaube ich, 3 Stufen der Mod. Man kann sagen, einfach, mittel oder schwer für die Rezepte quasi, was man braucht. Und dann kann man da wirklich sagen, dass man seine Skillpunkte zurücksetzt und neu verteilen kann. Es kostet auf einfach, keine Ahnung, so 5 Höhlenpilze da und noch ein paar andere Sachen und auf schwer dann halt irgendwie, keine Ahnung, 30. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber es kostet dann halt viel mehr. Und das ist eigentlich schon auch eine coole Idee. Hogsmeade, Handbuchseiten. Hogsmeade, das einzig echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der 3. Klasse. Und vorher darf man nicht. Ist natürlich ärgerlich. Das ist auf der 3. Okay, ist gut. Oh nein. Okay, das ist schon mega cool. Ich habe eventuell vergessen. Oh nein. Ja, Demenz kickt wieder hart. Oh, das war's nicht. Achso, man muss hier drin die 3 drücken. Stimmt. Genau. Ja, die Drittklässler, wenn hier dann morgen wieder lang gehen, die wundern sich dann, warum sie ins Bein gebissen werden von einem Kohl. Aber Dinge passieren hier halt einfach in Hogwarts. Und in der Umgebung. Was ist das hier? Diese Kralle, was bedeutet das? Ach, so ein Kuschelwusch hier. So ein Nest. Was es mit denen auf sich hat? Was ist das hier oben? Das sind solche Eier, die wir am Anfang aus dem Büro gekriegt haben. Eier einer Schwinderin. Ja. Das ist cool. Was haben wir hier? Ich mach mal die Karte nebenbei nochmal auf. Das hier ist Handbuchseiten. Sammle die verborgenen Handbuchseiten, um mehr über die Geschichten und Geheimnisse der magischen Welt zu erfahren. Landen wir doch da einfach mal und schauen mal an, was da so ist. Ach, krass. Geld. Zeitung. Ein Autor wurde getötet. Das ist unser Kollege vom Anfang aus der Kutsche. Rebellion. Gut möglich. Alihotzi-Torte, genau, diese Torte, die mit den Blättern des Alihotzi-Baums gebacken wird, ist ein köstliches Naschwerk, das unkontrolliertes Lachen hervorruft. Ah. Sehr gut. Unkontrolliertes Lachen. Ah, wie cool ist denn das jetzt, dass wir einfach mit dem Besen rumfliegen können? Mega. Was haben wir hier oben? Ich weiß halt immer noch nicht, wozu wir die Mondsteine brauchen. Ein Merlin-Rätsel. I see. Kann das sein? Ja doch, das kann schon sein. So, ein bisschen Malvenkraut. Ich hätte gerne ein größeres Inventar. What? Okay, anzünden sollen wir das auf jeden Fall nicht. Ich geh mal kurz hier diese Büsche pflücken. Wer läuft denn hier vorne rum? Straßenköter. Hallo? I mean... Warum eigentlich nicht?
Oh, da ist noch einer. Ne, er lebt noch. So. Gut, das hat sich erledigt. Ja, es ist schon wirklich echt gut gemacht. Von der Erkundung Premium. Auch alles andere ist klar, aber... Okay, was ist hier bitte? Es wird ja wohl einen Grund haben, dass hier diese Schmetterlinge fliegen. Was sind das da oben? Hier auch wieder. Beim Zelt. Ich meine, abschießen soll ich das hier ja nicht. Was könnte es denn noch sein? Hochheben geht ja nicht. Wir haben drei Stück in unterschiedlicher Höhe. Der ist ganz klein, mittel und hoch. Würde ich jetzt mal behaupten. Die Schmetterlinge hier halt. Ja, wohl eher nicht, ne? Lumos. Vielleicht Licht? Ich meine, wir haben ja hier diese Kristalle drin. Ich kann damit aber auch nicht interagieren oder so. Also irgendein Zauber wird man da wirken müssen. Ist da vielleicht wieder irgendein Symbol drauf? Muss ich hier stehen? Naja, vielleicht können wir das jetzt noch nicht machen. Kann ja sein. Kommen wir später wieder. Das wollte ich nicht. Oh! Das war ja mal der absolute Zufall. What? Ich wollte den Besen gerade rausholen. Okay, das... Ja, gut. Aha. So ist das also. Bruh. Wie gut. Und dann hier hinten noch einmal. Damit wäre das erledigt. Stark. Absolut stark. Durch Zufall. Mega geil. Wieder ein Rätsel gelöst. Das ist so schön. Gibt's nicht auch einen Fotomodus? Wie macht man den denn auf? Gab doch garantiert, gab's einen Fotomodus, ist das hier? Okay. Schwöre, Junge, es gab Fotomodus. Wo ist denn der? Was für eine Parselsprache? Was? Minispiel mit Teleskop? Okay. Minispiel, das ist ja nicht. Verwandlung ist auch nicht. Webstuhl. Tierwesen. Akio-Duell. Regeln erweitern mit K. Funktionen, Dialog. Gibt es keinen Fotomodus? Ich hätte schon gedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Fotomodus gibt. Krass. Ja, anscheinend ja nicht. Schon sehr, sehr komisch. Also ich war mir
Ich war schon sehr überzeugt davon, dass es eingegeben hätte, aber gut. Was haben wir hier freigeschaltet? 10 Straßenköter erledigen Lupus Schutz 1. Okay. Und Handbuchseiten im Hochland. 2 Stück. Mütze des Hochlandentdeckers. In Ordnung. Und dieses Mal wirklich den Besen. Wo geht's jetzt hin? Also ich wäre auch gerne nochmal zur Arena geflogen hier. Könnte hier vielleicht das Feuerchen machen. Einfach mal so ein bisschen erkunden. Wo gibt's denn die nächsten Aufgaben im Schloss, oder? In Hogsmeade gibt's was? Eine anspruchsvolle Lieferung. Und in Hogwarts gibt es wieder, also Confringo und, ja, mit Sebastian würde ich mich schon gerne treffen. Okay, wir fliegen nochmal ganz kurz ein kleines bisschen rum. Hier oben das Feuerchen mal. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Ja, garantiert. Und was will hier schon passieren? Die Sammlerhöhle. Ich glaube aber nicht, dass wir hier schon rein dürfen, oder? Schaut nicht danach aus. Von ist jemand. Oh Mann. Okay, das hat nicht funktioniert. Duellleistung erledigt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Arena der dunklen Künste mitlevelt. Das habe ich mir gestern noch überlegt. Dass man quasi, wenn man da mit Max-Level reingeht, ganz andere Herausforderungen hat im Endeffekt durch das Level. Als jetzt am Anfang. Also, dass es eigentlich immer eine Challenge bleibt, so gesehen. Hier nochmal ein paar Münzen. Das ist schon echt böse. Okay. Ja, komm, jetzt hier einfach nochmal in die Arena. Ich hab Bock. Kampfarena der dunklen Künste. Wir sind jetzt auch wieder ein bisschen stärker. Oh. Oh mein Gott. Legst dich erstmal ein bisschen hin. Ja, ich glaube, das wird aber nix. Eine Erschwinderin. Oh, Kacke.
Oh, das gibt es nicht. Ja, es ist okay. Nochmal. Man kann ja halt echt Level boosten, ne? Dass man hier an XP kriegt. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie vorhätte, aber das würde bestimmt gehen. Ich meine, man verdient sich's ja auch irgendwie. Ja, machst Pause. Was hast du davon? Das war die Welle. Oh, alte Magie. Ah ja. Oh, das ist so strong. Ranrock führt euch nirgendwo mehr hin. Er ist fertig. Okay, jetzt wird's hart. Kacke, Mann. Ja. Rudi. Viel zu viele Tasten. Ah, wir heilen uns jetzt ja direkt komplett mit so einem Trank. Das ist natürlich mega. Hier gerade geleckt. Na komm schon, aufgeladen. Das ist so mächtig. Hält schon aus, ne? Also. Aber man sieht halt auch schon, dass sie ein höheres Level haben, alleine dadurch, dass er jetzt Level 18 ist. Und wenn wir uns, glaube ich, richtig erinnern, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es der Troll gewesen, der mit Level 18 fast nicht besiegbar war. Das war's. Nächste Welle, bitte. Jetzt müssen die Trolle kommen, oder? Ja. Nummer 1. Das macht halt legit kaum Schaden, ne? Es ist so übel.
Wir müssen jetzt wieder warten, bis der Avada Kedavra aufgeladen ist, anders geht's nicht. Protego. Komm noch ein bisschen. Level 20 ist schon hart. Hat er überhaupt Schmerzen? Ich glaube, es juckt den fast gar nicht. Nicht wirklich. Aber wir machen ihn fertig. Avada Kedavra ist fast soweit. Das war's mit ihm. GG. Das hat man sicher bis London gespürt. Letzte Welle. Du bist auf meiner Seite. Habe ich gerade daneben gestellt? Ich muss gar nicht wissen. So, du bist wieder bei mir. Der Arme, er kriegt sie die ganze Zeit wieder ab. Wir haben es gleich. Die können uns nicht mehr aufhalten. Es ist so strong. Da ist sogar noch einer. Was ist denn jetzt? Es kommt jetzt Verstärkung hier rein, oder was? Oh, ich krieg ich auch noch weg. Dann haben wir es gleich zum zweiten Mal geschafft. Easy. Level 19. Es ist geschafft. Oh ja. Wir gehen wieder raus. Nice. Also das bockt schon extrem. Vor allem diese ganzen Zauber. Da wären wir wieder. Es schaut auf den ersten Blick immer aus, als würden da Gedärme rausfliegen. Übel. Ist die Spinne noch hier unten? Gibt's die noch? Die müssen ja eigentlich respawnen, oder? Aus Interesse.